Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich war eingeladen, wie ihr seht, in der Redaktion von hifi.de in Köln. Und ich dachte, wir machen mal zusammen so einen kleinen Blick hinter die Kulissen, quasi wie das so die Großen machen. Ihr seht, hier geht's schon rein. Und hier hat man einen kleinen Überblick über die Redaktion. Hier sieht man auch schon ein paar Kollegen bei der Arbeit, ja, ein großes, weiträumiges, offenes Büro, ja, wo die direkt miteinander kurze Wege haben, kommunizieren können. Hier zwei Kollegen, ich glaube, vom Videoschnitt. Ja, da wäre ich manchmal auch froh, ich hätte jemand, der das für mich macht. Aber es macht mir eigentlich auch Spaß, muss ich sagen. Ja, hier sehen wir den Olaf, den Chefredakteur. Auch den Fitus, den man vom YouTube-Channel kennt, von hifi.de. Und links sitzt die Eva, eine der Geschäftsführerinnen von hifi.de. Hier wird zusammen Pause gemacht, muss natürlich auch sein. Und hier sehen wir den Bereich in dem abgedunkelten Raum, in dem die TVs getestet werden. Hier anscheinend ein Testbild. Kenne ich mich ja gar nicht aus, ehrlich gesagt. Und hier geht's in den Raum, wo die Livestreams und auch YouTube-Videos gefilmt werden. Und ich muss schon sagen, das Equipment da bin ich bei dem einen oder anderen schon etwas neidisch geworden. Toll, vor allem der hintere Schreibtisch, hat man jetzt nicht gesehen, das Livestream-Setup, absolut fantastisch ausgeleuchtet, schon top. Hier geht's mal weiter hinten durchs Lager kurz und hier sehen wir den Olaf im Podcast-Studio, in dem er seinen Podcast Kilohertz und Bitgeflüster aufnimmt. Kann man auch mit Gästen machen hier vor Ort. Die Kollegen bearbeiten hier auch, glaube ich, nochmal Produktfotos für die Webseite und so weiter oder auch, ich glaube, Einblendungen in den Videos. Und man sieht übrigens jetzt nicht den Raum, in dem das HiFi-Equipment getestet wird, denn das wird gerade renoviert. Da machen sie was echt Schickes und Tolles, auch akustisch super. Habe ich Fotos davon gesehen, deswegen sieht man das hier nicht und wir gehen gleich mal rüber zu zwei kleinen Interviews. So, in Köln, hinter den Kulissen bei hifi.de und wir sitzen hier mit dem Olaf. Hi Olaf. Hi Patrick, herzlich willkommen in Köln. Ja, da freut mich, dass du auch mal bei mir bist, jetzt eigentlich mindestens bei mir auf dem eigentlich Kanal. Eigentlich bist du ja bei uns, aber genau, ich weiß, was du meinst. Ja, genau, ich war jetzt zweimal bei dir im Podcast zu Gast und die zweite Folge kommt Mitte Oktober, gell? Hat man gerade gesagt, ja. Genau. Sehr schön. Nee, mir geht es einfach mal darum, mal ein bisschen zu zeigen, wen gibt es denn da eigentlich alles bei hifi.de? Und da bist du natürlich ja ganz vorne dabei. Viele kennen dich, aber stell dich doch noch mal kurz vor. Ja, kann ich machen. Ich bin der Olaf Adam, bin, wie du schon gesagt hast, Chefredakteur bei hifi.de. Wie man mir auch ansieht, nicht erst seit gestern in der Branche. In verschiedenen Positionen, auch auf verschiedenen Jobs, auf verschiedenen Seiten der Branche gearbeitet. Und bin jetzt seit fast drei Jahren, bei hifi.de und bin hier eben zusammen mit dem Andreas Korthaus als Chefredakteur für den hifi-Bereich zuständig und koordiniere so die redaktionellen Abläufe und mache meinen Podcast Kilohertz und Bitgeflüster und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Bin ich großer Fan, habe ich an anderer Stelle schon gesagt. Ich höre den super gern, Olaf, weitermachen. Dankeschön. Machst du ja sowieso. Und du sagst, seit 3 Jahren bist du dann direkt als Chefredakteur hier eingestiegen, oder wie war das? Ah ja, okay, von Anfang an. Und dann eher so beim Thema hifi.de, wo du den Hut dann aufhast, also hifi.de war jetzt Quatsch, hifi. Und wenn so Multimedia, Fernseher und so geht auch, oder? Nee, das habe ich in der Vergangenheit mal gemacht, aber das haben wir ja anders aufgeteilt. Also da ist auch, was aktuelle Technik angeht, haben wir da einmal den Herbert Biskis, der vielleicht auch, wenn man sich in dem Bereich mit dem Bereich beschäftigt hat, auch bekannt ist. Und den Fitus, der auch unseren YouTube-Kanal macht. Das überlasse ich gerne denen, die wissen da, was das Aktuelle angeht, viel mehr Bescheid. Ich kümmere mich halt zusammen mit dem lieben Tim um so, ich sag mal, die klassischen HiFi-Sachen und helfe anderen Kolleginnen und Kollegen bei den Audio-Themen. Also das ist halt, da bringe ich halt die Expertise hier mit und mache das sicherlich nicht alles selbst, aber ist halt sehr schön, auch mal so ein bisschen was von dem, was man so in den letzten 20 Jahren mitgenommen hat, dann an die nächste Generation quasi weiterzugeben. Ja, klar, super.
Und vorher warst du an verschiedenen Positionen in deinem Leben dann, aber immer irgendwie mit Audio. Ja, ursprünglich hat das mal angefangen mit, also ganz ursprünglich in einem früheren Leben, habe ich glaube ich auch im Podcast gesagt, war ich mal Filmjournalist. Darüber ist dann eine Auseinandersetzung mit der Heimkinotechnik gekommen, deswegen war ich dann eine Weile sogar Chefredakteur eines Magazins namens Heimkino. Habe dann noch die erste große Internetseite für Unterhaltungselektronik im Testbereich mit aufgebaut, war dann eine ganze Weile selbstständig, habe da auch auf Vertriebsseite gearbeitet, Pressearbeit gemacht, Marketingarbeit gemacht, Brandmarketing und solche Sachen. Und hatte halt dann irgendwann mal wieder Lust, für ein spannendes Projekt auf die Redaktionsseite zu wechseln. Ja, cool, finde ich spannend. Und sag mal, was macht dir hier im Alltag bei HIFI.de am meisten Spaß an deiner Position, an deinem Job? Tatsächlich HIFI.de. Weil wir versuchen, es klingt bescheuert. Also das Portal, ne? Genau, ja, das, für das wir stehen. Also wir versuchen halt wirklich Hilfe bei der Kaufentscheidung zu liefern. Wir versuchen eine neue, also für das klassische HIFI eine deutlich jüngere, deutlich neuere Zielgruppe anzusprechen. Ja. Wir versuchen gar nicht erst Elfenbeintürme aufzubauen, sondern mit viel Verständnis für die Zielgruppe unsere Sachen zu testen. Ja. Und das heißt für mich halt, also ein Beispiel, was ich immer gebe, ist, dass ich die Menschen, die einen 50-Euro-Kopfhörer kaufen wollen, weil sie sich leisten können oder wollen, genauso ernst nehme wie Menschen, die einen 50.000-Euro-Lautsprecher kaufen. Ja. Beide haben meinen Respekt und haben meine Beratung verdient. Ja, das finde ich sehr gut. Ja. Das macht total Sinn. Ja, und was du gesagt hast mit dem Elfenbeinturm, ne, das finde ich auch gut. Genau, davon gibt es genug. Genau. Und das möchten wir hier nicht. Da bin ich exakt eurer Meinung. Ich glaube, so ähnlich versuche ich es zumindest auch zu handhaben. Ja, ist auch durchaus sympathisch, was du so treibst. Ja, danke, Olaf, das freut mich. Ja. Ja, super, Olaf. Dann gucken wir mal, ob wir noch einen anderen Kollegen von dir hier hinter die Kamera bekommen. Ja, ich glaube, wir hatten den Fitus eben so gerade eben schon. Ja, der muss, ne? Der hat da ja auch gewisse Erfahrungen gemacht, das regelmäßig. Okay. Ja, der muss vielleicht gerade noch was anderes aufnehmen, aber ich gucke mal, ob ich ihn finden kann. Super, danke, Olaf. Danke dir. So, jetzt sitzen wir hier mit dem Vitus und das haben wir gerade geklärt. Vitus kann man auch als Vitus aussprechen, richtig? Genau, mit V bin ich sowohl mit Vitus als auch Vitus schon von Kindesbeinen auf gewohnt. Ja, bin froh, dass wir dich noch überreden konnten. Die anderen sind ja nicht so etwas kamerascheu, das kann man bei dir nicht sagen. Weil ich glaube, du bist wohl zumindest bei YouTube und auch im Instagram wohl das bekannteste Gesicht von HIFI.de, oder? Gut, ich bin ja der hauptsächlich vor der Kamera steht, auf YouTube, Instagram, TikTok, teilweise auch manchmal auf LinkedIn, da sind aber auch noch ein paar andere vertreten, genau. Genau, bei dir aber eher so im Bereich dann Multimedia, Fernseher, so, das ist so dein Fachgebiet, oder? Wie würdest du es selbst sagen? Also wenn es um so eine Expertise in Produktgruppen geht, dann sind das vor allem Fernseher, ein bisschen noch Soundbars oder auch Kopfhörer geht noch ein bisschen, aber die Kernthematik ist dann eigentlich schon die Fernseher. Ja. Wobei ich auch quasi einfach den Job hatte, Sachen vor der Kamera zu präsentieren. Ja, ja, ich weiß. Ja, das machst du auch gut, das muss ich sagen. Doch, auf jeden Fall. Ja, gerne. Und sag mal, wie kam das eigentlich? Erstmal, wie lange bist du überhaupt hier dabei bei HIFI.de? Ich bin jetzt hier seit ungefähr 1,5 Jahren. Bei HIFI.de. Und was hast du vorher gemacht? Bist du hier so reingerutscht oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe vorher das ganze Portal TV Finder aufgebaut bei einem anderen Unternehmen. Okay. Und war da quasi auch für Fernseher und Co. Auf YouTube vor der Kamera. Wollte dann aber irgendwann zu einer größeren, besseren Redaktion wechseln, wo auch viele Sachen dann getestet werden. Und ja, und ich denke, hier bei HIFI.de hab ich ein Umfeld gefunden, wo einfach ein Riesenpotenzial drin steckt, wo wir auch zusammen als Redaktion, als Team noch richtig wachsen können. Ja, du hast gerade gesagt, zusammen und bin jetzt zwar erst ein paar Stunden hier, aber die Leute, die heute hier sind, ist ein cooles, vor allem auch recht junges Team. Ja? Und da kann man mir schon vorstellen, dass das cool ist für euch und auch Potenzial hat, das auf jeden Fall. Ja, wir sind ja, also eigentlich seit den 1,5 Jahren, wo ich hier bin, sind wir schon ungefähr doppelt so viele Leute geworden. Also das wächst wirklich Wachstum ist rapide da. An. Sehr gut, ja. Und ich finde es auch immer spannend, da neue junge Leute dazu zu bekommen. Ja. Gerade was dann die Werkstudentenstellen angeht, weil da immer neues Input dann reinkommt. Und vor deiner Stelle, bevor du hierher bist, was hast du gelernt oder hast du irgendwas studiert in die Richtung? Wie bist du zu diesem ganzen Thema gekommen? Ich habe ursprünglich Mathematik studiert. Okay.
und dann danach noch Lehramtstudium angefangen. Währenddessen aber dann quasi selbst als Werkstudent angefangen, mich mit Fernsehen zu beschäftigen und quasi auch schon auf YouTube vor der Kamera zu stehen. Und dann irgendwann gesagt, dass ich das wirklich mein Leben lang hauptberuflich machen will. Okay, das heißt, du stehst privat zu Hause auch auf Serien und Filme? Ja, nee, also schwierig, weil also ich habe keine Zeit, ich bin gerade Vater geworden. Oh, Glückwunsch. Danke. Sehr schön. Ja. Also ich hätte vielleicht gerne Zeit, mich mit mehr Filmen und Serien auseinanderzusetzen oder auch endlich mal wieder eine Runde zu zocken, aber mit einer kleinen Tochter zu Hause. Ja. Ist das manchmal nicht so einfach. Ich kenne das, Fidus, ich weiß Bescheid. Ne? Ja. Cool, Fidus, ansonsten vielen Dank für deine Zeit. Keine Ursache. Weiterhin viel Erfolg. Danke, ebenso. Ciao. Ciao.